Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Crazy Machines. So, das letzte Mal haben wir Strom, Licht und Wind abgeschlossen, genauso wie Zahnräderseile und Ballons. Und ich würde sagen, Laser und Blitze gehen wir mal heute weiter mit. Laser Disco. Wie man es vielleicht feststellen kann, zu dem Zeitpunkt, wo ich diese Folge aufnehme, ist bisher noch nicht der Patch raus. So, und ja, es ist Disco-Zeit. Aber ohne Lasers und Disco-Kugeln niemals bringe die Klamm-Sikorns in Disco-Stimmung und teile den Laserstrahl und den. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob. Gab es. Okay. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob es im ersten Crazy Machines. Nein, ich habe kein Facebook. Ich weiß nicht, ob es. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob es im ersten Crazy Machines auch schon Laser gab. Im Falle einer Invasion. In dem Fall eines Angriffs von ultrafiesen Alien-Eindringen müssen wir vorbereitet sein. Deshalb übe schon einmal, schieße alle UFO-Treppen mit dem Laserstrahl ab, trifft keinen Satelliten. Aha. Okay, da ist das schon mal. Damit ist der da schon mal. Mal sehen, so. Ah ne, der hier. Ah. Okay. Uff. Gut. Mal sehen, das funktioniert da schon mal. Da ist der. Irgendwie. Nee.
Den kann ich. Nee. Der da oben ist fest. Das heißt, ich kann den maximal dahin bringen. Dann habe ich aber. Dann habe ich hier keine Möglichkeit oder. So. Okay, mal sehen, ob das jetzt so funktioniert. Ups, ich habe so das blöde Gefühl, dass das nicht so ganz funktionieren wird, oder? Hm. Oder kann ich den einfach... Wenn das jetzt klappt, das wäre sehr geil. Okay, vielleicht war das einfach Pech. Mal sehen. Der ist da einmal weg. Hm. Eigentlich versuche ich damit ja schon, dass der hier auch gekillt wird. Timing-technisch ist das aber sehr bescheiden. Oh. Sehr schön. Da hat sich noch geschafft. Mission Clumsy. Ich habe keinen Schimmer, welche nie ein Clumsy-Korn für so eine heikle Mission ausgewählt hat. Ich finde bei den Geheimnissen Christus zu erreichen. Achtung, keine Lochstreifen. Mhm. Okay. So. Thank you.
Ich versuche jetzt erstmal den hier einmal auszutarieren. So, damit ist der da schon mal austariert. Sehr gut. So, sehr schön. Uff. Das war nicht schwer, das war einfach nur sehr nervige. Ungewöhnliche Energiequelle. Mhm. Oh, ein historisches Fernsehgerät. Alte Erinnerungen kommen hoch. Um die Vorstellung davon noch zu unterstützen, versorge die Lampe im TV-Gehäuse mit Strom vom Blitzempfänger. Okay. Okay. Suchen immer den Blitzableiter. Auch Metallteile in Reichweite, wenn sie weitergeleitet werden, vergrößern sich ihre. Ah. Ich habe keine Ahnung, was da gerade mit ist. Also das, da ist es auf jeden Fall, damit der hier Strom bekommen kann. Also damit ist dort der Pylon. Funktioniert das? Das wäre ziemlich cool. Jupp, scheint zu funktionieren. Sehr schön. Bewegliche Blitzableiter. Experiment erfolgreich. Naja, fast. Ich habe eine Holzkiste in eine Metallkiste verwandelt. Eigentlich sollte die Maschine Holz in schwarze Materie umwandeln, aber die Metallkiste lieber zum Entmaterialisierungszone. Okay. Einfach mal schauen. Vielleicht eine Laserkanone. Mhm. Laserzeuger, Zeitschalter. Okay. Mal schauen, was passiert, wenn ich das
Ja. Davon habe ich irgendwie nicht so viel. Ah. Okay, ich glaube. Okay, der sollte jetzt geboxt werden. Nach Möglichkeit. Dafür. Dafür. Am besten ich weiß jetzt tatsächlich nicht, was ich dafür am besten nehmen sollte. Weil irgendwo muss ich ja die Zeitschaltuhr noch unterbringen. Oder sollte ich zumindest. Oder kann ich die rein aus Interesse? Was passiert, wenn ich. Also ich würde sagen, das funktioniert schon. Ich habe dafür nicht mal die anderen Teile gebraucht. Lichtbrechung und Bomben. Die Intergalaktische Wissenschaftskommission trifft gerade ein. Ich muss ihre Aufmerksamkeit erlangen, indem ich diese beiden Laserdetektoren gleichzeitig per Laserstrahl treffe. Die Bomben dürfen jedoch nicht explodieren. Okay. Oh nee. Nee, Eingangs Interesse, was? Das ist aber doch schon mal eigentlich ganz interessant. Dann kann ich nämlich darüber dann noch wahrscheinlich hier.
Okay. Das ist irgendwie... So. Wie mache ich es am besten? Weil hiermit würde ich ja... Damit würde ich halt den da anhaben, aber... Oh. Oh, warte mal, kann ich damit... Aha. Okay. Das Problem ist, wenn ich hier... Oder kann ich das darüber? Der trifft dann nicht exakt so, wie ich es haben möchte. Jo, tatsächlich so geklappt. Das war ein lustiger Trick, da brauchte ich nicht mal den Teiler für. Ich habe keine Ahnung, ob es auch anders gegangen wäre, aber so hat es auf jeden Fall geklappt. Ich würde dann sagen, dass ich... Nee, ich beende hier jetzt diese Folge. Damit bin ich hier jetzt mit Laser und Blitze durch. Nächstes Mal kommt dann Gravitation und Funk. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.